Hey, ich bin Vera und ich mache meinen BFD beim Deutschen Evangelischen Kirchentag und arbeite da im Team Helfenden Dienste. Also wir vom Team Helfenden Dienste befassen uns halt damit, irgendwie 5000 ehrenamtliche Helfende zu gewinnen, die auf dem Kirchentag dann mit uns mitarbeiten. Und das sind einfach Leute, die sich teilweise ihren Jahresurlaub dafür nehmen, nur um ehrenamtlich zum Kirchentag zu kommen, und saucoole Leute. Und mit denen haben wir auch vorher schon viel Kontakt, also wir telefonieren mit denen und schreiben E-Mails. Und das ist einfach super, wenn man sich jetzt schon darauf freuen kann, dass beim Kirchentag selbst die Leute kommen, um sich anzumelden, und man dann sagt, hey, wir haben doch schon tausendmal miteinander gesprochen, es ist richtig cool, dich jetzt mal persönlich kennenzulernen. Und das ist auch irgendwie was, wo wir total gerne drauf hinarbeiten hier. Also ich kümmere mich ja hier mit um die Gruppenhelfenden, das heißt die Ehrenamtlichen, die als Gruppe hier anreisen, das sind viele Pfadfinder Bündnische Jugend. Und da hängt halt irgendwie viel mehr hinter, als man am Anfang so sieht. Wir schauen zum Beispiel, wo die essen, was die essen, in welchen Gruppen die arbeiten, wo die schlafen, dass die freigestellt werden. Und natürlich erstmal, dass wir die motiviert kriegen, damit die auch kommen, weil ohne die Helfenden kann der Kirchentag so gar nicht stattfinden. Ja, was mir der BFD eigentlich so persönlich bringt, ist, ich glaube, es gibt ganz wenig so geschützte Räume, in denen man sich selbst irgendwie ausprobieren kann. Also wir haben halt hier diese Aufgaben und wir bekommen auch wirklich Aufgaben, die uns vor eine Herausforderung stellen und stehen da aber irgendwie nie alleine. Das heißt, wir können total viel über uns selbst lernen und total viele Erfahrungen sammeln, ohne am Ende irgendwas Negatives davon zu tragen, weil jeder uns hilft, wenn wir ihn fragen, und wir trotzdem unser Ding durchziehen können.